Wie lange wollen Sie noch traurig sein oder voller Bedauern leben? Bedauern raubt Ihnen Ihre Kraft? Ich wünschte, ich hätte nicht, ich wünschte, ich hätte. Nun, was Sie getan oder nicht getan haben, lässt sich nicht mehr ändern, aber heute ist heute. Lassen Sie uns im Jetzt leben, denn der Glaube zeigt sich heute, nicht gestern und nicht morgen. Ich habe heute den Glauben, dass Gott sich um gestern kümmert und ich habe heute den Glauben, dass Gott auch morgen für mich sorgen wird. Ich möchte euch aus jeder Flaute, aus aller Leblosigkeit und allem, was euch zurückhält, herauskatapultieren, denn ihr habt die Kraft Gottes in euch und es ist nie zu spät, noch einmal von vorn zu beginnen. Ganz gleich, was euch in eurem Leben widerfahren ist, was ihr getan habt oder was euch angetan wurde, es ist nie zu spät, einen neuen Anfang zu machen. Es ist nie zu spät. Aber in eurer Zukunft ist kein Platz für eure Vergangenheit. Deshalb ist heute der Tag, an dem das Trauern ein Ende hat und an dem Gottes Plan B, der immer für besser steht, in Kraft tritt. Vielleicht denkt ihr, ich habe Gottes Plan für mein Leben vermasselt. Ich habe Plan A vermasselt. Nun, selbst wenn das so ist, spielt das keine allzu große Rolle. Denn wenn ihr zu Gott geht und sagt, ich weiß, dass du mich erlösen kannst, kann sein Plan B besser sein, als es Plan A je gewesen wäre. 1. Samuel, Kapitel 16. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Nun, Samuel hatte Saul zum König gesalbt und mit ihm gearbeitet. Und wenn ihr viel Zeit in etwas investiert und viel für etwas gebetet habt, ist es wirklich hart, wenn es misslingt und daneben geht. Aber Saul wurde einfach nicht zu der Person, die er hätte sein können. Das war nicht Gottes Schuld, es war nicht Samuels Schuld, es war nicht die Schuld der Leute, es war Sauls Schuld. Er nahm sich sehr wichtig, er wurde stolz und bekam eine hochmütige Einstellung und am Ende musste Gott ihm die hohe Position, die er ihm zugestanden hatte, wieder wegnehmen. Aber Samuel trauerte. Was mit Saul passiert war, machte ihn sehr traurig. Da sprach der Herr zu dem Propheten Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm abgewandt, es ist vorbei. Und dann sprach er, jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg, such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Ich sage euch etwas, Gott steht nie ohne einen Plan da. Habt ihr mich gehört? Auch wenn es gerade so viele Probleme in unserem Land gibt, glaube ich, dass Gott einen Plan hat. Er braucht nur einen oder ein paar Menschen, die aufstehen und etwas tun, denn er hat auf jeden Fall einen Plan. Und er hat auch einen Plan für euer Leben, eure Familie, eure Arbeit, eure Gesundheit. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht die Einstellung zulasst, es ist zu spät. Ich habe mein Leben vermasselt und es ist zu spät. Ich schätze, ich werde hier herumsitzen und eine schlechte Einstellung haben, bis Jesus kommt und mich holt. Nein, das dürfen wir nicht tun. Wie lange wollt ihr noch trauern? Wisst ihr, unter dem Gesetz des Alten Testaments war es den Leuten nur erlaubt, 30 Tage lang zu trauern. Ich finde das sehr interessant. Wenn jemand starb, durften die Hinterbliebenen nur 30 Tage lang um ihn trauern. Das hört sich hart an und ich will auch nicht sagen, dass ihr, wenn ihr einen geliebten Menschen verloren habt, innerhalb von 30 Tagen darüber hinwegkommen müsst. Aber ich denke, hier geht es um ein Prinzip. Wie lange habe ich getrauert, weil ich in meiner Kindheit missbraucht wurde, weil meine Eltern mich nicht liebten und nicht einmal wussten, was wahre Liebe ist? Wie lange habe ich deshalb getrauert und wie viele Jahre habe ich damit verschwendet? Viel mehr Jahre, als ihr verschwenden solltet, wenn euch etwas Derartiges passiert ist. Ich möchte, dass ihr aus meiner Erfahrung lernt, dass es euch absolut nichts nützt, wenn ihr um etwas trauert, an dem ihr nichts ändern könnt. Versteht ihr? Wie lange wollt ihr noch trauern? Wie lange wollt ihr noch traurig sein? Wie lange wollt ihr noch voller Bedauern leben? Bedauern raubt euch eure Kraft. Ich wünschte, ich hätte nicht, ich wünschte, ich hätte. Nun, was ihr getan habt oder nicht getan habt, lässt sich nicht mehr ändern. Aber heute ist heute.
Lasst uns im Jetzt leben. Denn der Glaube zeigt sich heute, nicht gestern und nicht morgen. Ich habe heute den Glauben, dass Gott sich um gestern kümmert. Und ich habe heute den Glauben, dass Gott auch morgen für mich sorgen wird. Warum nannte Jesus sich Ich Bin? Und warum sagte Gott, ich bin der Ich Bin? Weil er weder der Ich war, noch sich der Ich werde sein nannte. Das ist eine wichtige Aussage. Er sagte, ich bin. Ich bin. Warum bist du verängstigt und bekümmert? Ich bin da. Ich bin jetzt bei dir in deinem Leben, genau da, wo du gerade stehst. Es kann sich alles in einem Augenblick ändern, wenn ihr anfangt, in die richtige Richtung zu gehen. Ich sage nicht, dass in dem Moment, in dem ihr dieses Gebäude verlasst, alle eure Probleme verschwunden sein werden, aber zumindest könnt ihr anfangen, in die richtige Richtung zu gehen, indem ihr eine ganz neue Haltung zum Leben einnehmt und loslasst, was hinter euch liegt. Wir alle haben eine Vergangenheit, aber Gott sei Dank haben wir auch eine Zukunft. 5. Mose 34, die Verse 7 und 8. Mose starb im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. Ich finde das großartig. Als Mose mit 120 Jahren starb, war er immer noch so stark wie ein junger Mann. 30 Tage lang trauerten die Israeliten in den Ebenen von Moab um Mose, bis die übliche Trauerzeit vorüber war. Josua Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Das kann man lesen, ohne der Aussage große Bedeutung beizumessen. Aber für mich beinhaltet das eine ganze Menge, denn offensichtlich wussten sie bereits, dass Mose tot war. Sie hatten immerhin 30 Tage lang um ihn getrauert. Warum also sagt Gott, Mose ist tot? Weil das noch eine tiefere Bedeutung hatte. Er sagte, jetzt ist es an der Zeit, die Vergangenheit loszulassen und weiterzugehen. Wenn ihr einen Traum hattet, der zerbrochen ist, ist es an der Zeit, ihn loszulassen und einen neuen Traum zu träumen. Wenn ihr in der Vergangenheit Misserfolge erlebt habt, seid ihr keine Versager, nur weil ihr etwas getan habt, das nicht funktioniert hat. Es gibt immer die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu machen. Mose ist tot. Geh nun, ich liebe das, setz dich in Bewegung. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und Vers 3 ist so wichtig für unser Leben. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Seht ihr, Gott sagte, ich habe den Weg schon vorbereitet. Es ist alles arrangiert. Gott hatte bereits alles getan, was nötig war. Jetzt sagte er, steht auf, vergesst die Vergangenheit und geht vorwärts. Jeden Ort, den eure Füße betreten werden, habe ich euch bereits geschenkt. Er gehört euch, ihr aber müsst ihn in Besitz nehmen. Nun kommt, das sollte euch ein bisschen mehr begeistern. Er hat nicht gesagt, setzt euch in den Fernsehsessel und ich werde es euch an die Haustür bringen. Manchmal verhalten wir uns so. Wir lehnen uns in unserem Sessel zurück und sagen, Gott, ich brauche ein Wunder. Ich brauche ein Wunder. Gott sagt, steht auf und vergesst die Vergangenheit. Jeder Ort, den eure Füße betreten werden, gehört euch. Nun kommt, ihr müsst in eurem Leben etwas tun. Es gibt Dinge, die nur ihr selbst tun könnt. Und wenn ihr sie nicht tut, wird in eurem Leben nichts gelingen. Ich möchte euch eine traurige, aber sehr bedeutungsvolle Geschichte erzählen. Ich habe es auf dem Herzen, sie euch heute zu erzählen, obwohl ich sie schon öfter erzählt habe. Aber hier ist heute jemand, der sie hören muss. Ich hatte einen Bruder. Ich sage hatte, weil er vor 3 oder 4 Jahren obdachlos und alkoholisch
Drogen- und Medikamentenabhängig in einem verlassenen Gebäude in Kalifornien starb. Sicher fragt ihr euch jetzt, Joyce, wie um alles in der Welt konnte dein Bruder in diese Situation geraten, weil er ganz gleich, was wir für ihn taten, nichts für sich selbst tat. Man kann jemandem nicht helfen, der sich nicht helfen lassen will. Aber man kann sein eigenes Leben damit ruinieren, es zu versuchen. Mein Bruder ging mit 17 Jahren zur Marine. Er war zwar nicht sexuell missbraucht worden, aber er wurde in der Hinsicht missbraucht, dass er nie wirklich einen Vater hatte und dass unser Vater ein sehr schlechtes Vorbild für ihn war. Meine Eltern unterschrieben also die nötigen Papiere, damit er mit 17 zur Marine gehen konnte. Und als er in Vietnam war, kam er mit Drogen in Berührung und hatte daraufhin sein ganzes Leben lang Probleme damit. Ihr sagt, der arme Junge, vielleicht konnte er einfach nicht anders. Nun wisst ihr, mein Bruder war schon immer verantwortungslos. Er hatte die Einstellung, dass andere die Dinge für ihn regeln müssten. Das war auch einer der Gründe, warum die Israeliten so lange in der Wüste blieben. Sie hatten dieselbe Einstellung. Das muss jemand anders für mich tun. Jedes Mal, wenn sie aufgrund ihrer schlechten Entscheidungen in Schwierigkeiten gerieten, gaben sie Mose oder gar Gott die Schuld und wollten zurück nach Ägypten. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr weiter vorwärts geht, auch wenn ihr innerlich leidet. Ihr müsst weiterhin tun, was ihr tun würdet, wenn ihr nicht verletzt wärt. Mein Bruder war wirklich ein liebenswerter Mensch. Ihr hättet ihn bestimmt gemocht. Er hatte Persönlichkeit, er hatte Charisma. Er sah gut aus, er war sehr lustig und ermutigend und er hatte so viel Potenzial. Ich glaube, es gibt kaum etwas Traurigeres als einen Menschen, der so viel Potenzial hat und absolut nichts, rein gar nichts aus seinem Leben macht. Das ist schrecklich, es ist tragisch. Verschwendet euer Leben nicht. Verschwendet euer Leben nicht. Und bitte habt nicht die Einstellung, dass jemand anders für euch tun sollte, was ihr selbst tun müsst. Wir alle müssen die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, wie wir uns verhalten, und dürfen die Schuld nicht auf andere schieben. Ich würde mich nicht so verhalten. Und wenn du dieses oder jenes nicht tätet, nein, nein. Wenn sich jemand schlecht benimmt, tut er das, weil in seinem Inneren etwas nicht stimmt. Und solange er sich weigert, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wird sich nichts ändern. Wie auch immer, mein Bruder kam aus dem Krieg nach Hause und natürlich hatten ihn die dort gemachten Erlebnisse sehr geprägt. Er heiratete, aber die Ehe hielt nicht lang. Er hatte ein Kind, um das er sich nicht kümmerte. Er war einer dieser Väter, die ihren Unterhaltszahlungen nicht nachkommen. Er verschwand einfach und lebte lange Zeit in Arizona. Viele Jahre später bekamen wir einen Anruf von ihm, in dem er uns um Hilfe bat. Er wollte sein Leben ändern und nach Hause kommen. Also schickten wir ihm ein Flugticket und holten ihn vom Flughafen ab. Ihm fehlten einige Zähne und seine Gesundheit war stark angeschlagen. Er sah elend aus, wirklich bemitleidenswert. Mein einziger Bruder, ich liebte ihn. Ich hatte nicht das Vorrecht gehabt, in enger Verbindung zu meiner Familie zu leben, und so freute ich mich, ihn zu sehen. Wir nahmen ihn mit zu uns nach Hause, wo er dann über 2 Jahre blieb. Und solange er bei uns lebte und ich auf ihn aufpasste und ihm Schritt für Schritt sagte, was er tun sollte, ging es ihm gut. Er kam von den Drogen und vom Alkohol los. Wir ließen ihn in unserem Werk mitarbeiten und er reiste mit uns. Er hatte unglaublich viele Möglichkeiten. Er hätte in unserem Werk eine hohe Position einnehmen und um die ganze Welt reisen können, wenn er dran geblieben wäre. Aber dann passierten einige Dinge. Unter anderem forderten die Behörden, kurz nachdem er wieder bei der Sozialversicherung gemeldet war, die noch ausstehenden Unterhaltszahlungen für sein Kind von ihm, was um die $60.000 waren. Das versetzte ihm einen schweren Schlag und er wusste nicht, wie er dieses Problem lösen sollte. Wir engagierten einen Anwalt für ihn, dem es gelang, den Betrag ein wenig zu reduzieren, aber er war immer noch sehr hoch.
Sie fingen an, sein Gehalt zu pfänden, aber er weigerte sich, Verantwortung zu übernehmen. Er hätte seinen Mann stehen und sagen sollen, ich verdiene das, ich habe nicht getan, was ich hätte tun sollen, jetzt muss ich das bezahlen und das werde ich tun, egal wie lange es dauert. Hätte er diese Einstellung angenommen, wären Dave und ich bereit gewesen, ihm zu helfen. Aber wir warteten erst einmal ab, was er tun würde. Ich frage mich, wie oft Gott damit wartet, jemandem zu helfen, weil er erst einmal sehen will, was dieser Mensch tut. Nun kommt, ich glaube, das ist ein Wort für jemanden hier. Ihr versteht nicht, warum Gott nichts tut. Ihr wartet auf Gott, aber vielleicht wartet Gott auf euch. Versteht ihr? Werdet ihr die Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe dieses Durcheinander angerichtet, deshalb muss ich jetzt ein paar Jahre lang daran arbeiten, es wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich hatte, und jetzt habe ich einen großen Berg Schulden. Das bedeutet, dass ich ein paar Jahre lang sehr bescheiden leben und vielleicht besonders hart arbeiten muss, aber ich habe es nicht anders verdient. Gott, ich will tun, was ich tun kann und darauf vertrauen, dass du tust, was ich nicht tun kann. Wenn ihr anfangt, verantwortungsvoll zu handeln, werdet ihr die wunderwirkende Kraft Gottes in eurem Leben sehen. Nach etwa 2 Jahren hatten Dave und ich das Gefühl, dass es für meinen Bruder an der Zeit war, sich wieder ein eigenes Leben aufzubauen. Schließlich musste ich keinen 50-jährigen Mann großziehen. Wir halfen ihm, eine Wohnung zu finden und unterschrieben auch den Mietvertrag für ihn. Wir kauften ihm ein schönes Auto. Er hatte einen guten Job. Wir kauften ihm ein paar Möbel und so weiter. Aber es dauerte keine 3 Wochen, bis er zu seinem alten Lebensstil zurückkehrte. Um es kurz zu machen, er verschwand wieder aus der Stadt, tauchte ein paar Jahre lang unter und rief mich immer nur an, wenn er in Schwierigkeiten war. Schwester, kannst du mir helfen? Ich bin im Gefängnis. Nein, David, ich werde dich nicht aus dem Gefängnis holen. Aber du bist doch Pastorin und du hilfst auch allen anderen. Wisst ihr, wir dürfen uns von anderen keine Schuldgefühle aufbürden lassen, nur weil sie nicht tun, was sie tun sollten. Und dann rief uns eine der Frauen an, mit denen er zusammenlebte. Sie geriet an meinen Schwiegersohn und sagte ihm, ich solle für sie und meinen Bruder ein Bankkonto eröffnen, weil sie in einer furchtbaren Lage waren und Hilfe brauchten. Sie sagte, sie nennt sich Pastorin und wisst ihr was? Ihr müsst begreifen, wer ihr in Christus seid, denn sonst wird der Teufel versuchen, euch eine große Schuld aufzuladen, die euch gar nichts angeht. Ihr müsst die Verantwortung für euch selbst übernehmen, aber alle anderen müssen das auch tun. Es ist wichtig, anderen Menschen zu helfen, aber ich bin nicht dafür da, Menschen zu helfen, die mich nur benutzen wollen und nicht bereit sind, sich selbst zu helfen. Ich weiß nicht, warum ich heute diesen starken Drang hatte, das zu erzählen, aber vielleicht war es hier für jemanden das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wir helfen den Menschen nicht, indem wir sie in ihrer Bewegungslosigkeit unterstützen. Hört ihr mir zu? Wahre Liebe muss manchmal auch ein bisschen hart sein. Schließlich rief mein Bruder wieder an, weil er Hilfe brauchte. Wir sorgten dafür, dass er in eine Einrichtung in Los Angeles gebracht wurde. Ich wusste, dass die Barnetts, die diese Einrichtung leiten, sich gut um ihn kümmern würden. Sie sagten mir sogar, wenn er sich gut entwickelt, werden wir ihm eine Stelle anbieten. Ich freute mich, dass sich ihm eine neue Gelegenheit bot. Er war 30 Tage lang dort und machte einen Drogen- und Alkoholentzug. Sie gaben ihm einen Job als Klempner, weil er in diesem Bereich Kenntnisse hatte. Aber dann ging er zum Leiter des Entzugsprogramms und sagte, ihr seid wunderbar, ich schätze eure Hilfe, aber das hier ist nichts für mich. Bitte fahrt mich zur Veteranenklinik und setzt mich dort ab. Und wisst ihr, warum er dorthin wollte? Um sich Schmerzmittel zu besorgen. Und so traurig es ist, am Ende starb er in einem verlassenen Gebäude. Wie schrecklich. Als man ihn fand, hatte er bereits so lange dort gelegen, dass es nicht mehr möglich war, ihn anhand seiner Überreste zu identifizieren. Sie stellten seine Identität fest, als sie seine Brieftasche fanden, denn darin war immer noch seine Personalkarte von Joyce Meyer Ministries aus der Zeit, in der er bei uns gearbeitet hatte. Und wisst ihr, was ich glaube, warum er sie immer noch hatte? Ich glaube, das war das Einzige in seinem Leben, auf das er stolz war. Das war eine Zeit in seinem Leben, in der er ein bisschen Selbstachtung hatte.
Wir können uns nicht achten, wenn wir erwarten, dass alle anderen für uns tun, was wir für uns selbst tun sollten. Aber ich sage euch, es ist nicht zu spät für euch. Bitte hört mir jetzt zu, es ist nicht zu spät. Ihr könnt diese Depressionen abschütteln. Ihr könnt die Entmutigung abschütteln. Ihr könnt abschütteln, was andere gesagt oder getan haben. Ihr könnt Heilung erfahren. Es gibt Rettung. Es gibt einen neuen Anfang für euch in Jesus Christus. Es ist nicht zu spät für euch. Glaubt nicht an die Lüge, dass es zu spät für euch ist. Lasst euch nicht von eurer Vergangenheit gefangen halten. In Philipper Kapitel 3, Vers 12 heißt es: Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Dieser Vers ist zu einem meiner Lieblingsverse geworden. Paulus sagt uns hier nicht nur, dass er auf etwas hinarbeitet, er sagt uns auch, was es ist, worauf er hinarbeitet. Ich bin fest entschlossen, alles zu werden, wozu Christus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Mit anderen Worten, Christus starb für mich, damit ich ein absolut wundervolles, fantastisches Leben haben kann. Und ich werde diesem Leben, für das er gestorben ist, so lange nachjagen, bis ich es habe. Ihr könnt gesünder sein. Ihr könnt Selbstachtung haben. Eurer finanziellen Not kann begegnet werden. Ihr könnt Beziehungen haben, ganz gleich, wie sehr ihr in der Vergangenheit verletzt worden seid. Ihr könnt wieder lieben. Zieht euch nicht von anderen Menschen zurück, nur weil ihr euch davor fürchtet, verletzt zu werden. Ihr verletzt euch selbst, wenn ihr ein abgeschottetes, einsames Leben führt und ständig Angst davor habt, euch auf andere einzulassen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wer mit Menschen zu tun hat, wird verletzt werden. Das ist die Wahrheit. Aber ihr werdet euch davon erholen, weil der Heiler in eurem Inneren lebt. Vers 13. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Spürt ihr seine Leidenschaft? Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Das ist fast, als würde er sagen, die Vergangenheit versucht mich zurückzuhalten, aber ich strecke mich nach der Zukunft aus. Das ist meine Leidenschaft, mein Ziel. Ich will das Leben haben, das Jesus für mich hat. Um ehrlich zu sein, das ist auch meine Leidenschaft als Bibellehrerin. Durch unser Werk haben schon viele Menschen zu Jesus Christus gefunden. Aber ich bin nicht in erster Linie eine Evangelistin. Ich lehre das Wort Gottes und dabei konzentriere ich mich auf eine ganz spezielle Sache. Von der Zeit an, als Gott mich dafür bestimmt hat, sein Wort zu lehren, hatte ich schon immer die Leidenschaft, Christen darin zu unterweisen, wie sie aufstehen und zu den Menschen werden können, die Gott sich gedacht hat. Ich mag es einfach nicht, wenn Christen weinerlich, jämmerlich und niedergeschlagen sind. Dafür ist Jesus nicht gestorben. Entscheiden Sie sich heute nicht länger voller Enttäuschung, Bedauern oder gar im Schatten von Misserfolgen der Vergangenheit zu leben. Erlauben Sie Gott, Ihnen einen neuen Anfang zu schenken. Es gibt einen neuen Anfang für Sie. Es ist nie zu spät, neu zu beginnen. In Philipper 3, Vers 13 sagte der Apostel Paulus: Eins aber tue ich, das war ihm sehr wichtig, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Lassen Sie sich also von Ihren Tiefschlägen nicht entmutigen und niederdrücken.
Im Irak gibt es Rebellen, die Christen verfolgen und aus ihren Häusern, Dörfern und Geschäften vertreiben. Viele Familien haben mit ansehen müssen, wie ihre Kinder entführt und die Ehemänner vor ihren Augen ermordet wurden. Die irakischen Christen werden in ihrer Heimat ganz gezielt verfolgt. Also sind viele Familien geflohen, die meisten von ihnen zu uns in den Libanon, weil es hier sehr viele Christen gibt und sie sich sicher fühlen. Als wir die Not dieser Irakis sahen, haben wir gespürt, dass Gott von uns möchte, dass wir uns um sie kümmern und ihnen mit viel Liebe und Anteilnahme beistehen. Hand of Hope war das erste christliche Hilfswerk, das sich an unsere Seite gestellt hat. Hand of Hope sagte, wir wollen die heilende Hand Jesu für die verwundete Welt im Libanon sein. Die Kinder dieser Familien kommen zu unseren Veranstaltungen und hören hier von Jesus. Ihre Eltern sind dann meist ganz erstaunt, wenn die Kinder zu Hause die Lieder singen, die sie gelernt haben, ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen berichten und so fröhlich sind. Dann fragen sich die Eltern, wie kommt es, dass unsere Kinder endlich wieder lachen können? Denn im Irak mussten sie quasi rund um die Uhr zu Hause bleiben, durften nicht draußen spielen aus Angst vor Autobomben, Entführungen und dergleichen. Hier sind sie wieder fröhlich und darüber freuen wir uns riesig. Joyce Meyer macht all das möglich. Sie unterstützt unser Heart for Lebanon Irak-Projekt. Das Essen, das wir kaufen, die Reisen, die wir unternehmen, die Ausflüge, die Freizeiten, alles. Allein könnten wir das gar nicht schaffen, weil es eine sehr große Aufgabe ist und viel Geld kostet. Hand of Hope hilft den irakischen Flüchtlingen und wir selbst fühlen uns durch diese Unterstützung auch wertgeschätzt und geliebt. Viermal im Jahr bringen wir ein wundervolles Magazin heraus mit vielen guten Themen, Informationen über unsere Arbeit, Terminen und Produktangeboten. Und Sie können das Magazin kostenlos erhalten. Wir senden es Ihnen gern zu, denn es wird Ihnen bestimmt gut tun. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei unserer Arbeit mitmachen. Wenn Sie nicht nur Vorträge hören und Artikel lesen, sondern sich mit uns zusammen engagieren, für uns beten, sich finanziell beteiligen, uns unter die Arme greifen, dann können wir auf der ganzen Welt Menschen noch erfolgreicher helfen. Es gibt nichts Besseres, als sich für andere einzusetzen. Und das wirkt sich ganz besonders positiv auf die eigenen Probleme aus. Es gibt nichts, was den Teufel schneller in seine Schranken weist, als Menschen, die sich selbst zurücknehmen und den Schmerz anderer lindern. Gott sei mit Ihnen. Sie sind uns wichtig. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihr Leben so richtig genießen. Der Musiklehrer von Beethoven nannte ihn einen hoffnungslosen Komponisten. Eine Zeitung entließ Walt Disney mit der Begründung, ihm würde es an Kreativität mangeln. Albert Einstein wurde von seinem Lehrer als geistig zurückgeblieben bezeichnet. Wissen Sie, auch Sie tragen Größe in sich. Ganz gleich, wie viele Herausforderungen Sie in Ihrem Leben bewältigen müssen, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, geben Sie niemals auf. Von der New York Times Bestseller-Autorin Joyce Meyer können Sie jetzt das Buch Gib niemals auf bestellen. Es wird Sie inspirieren, trotz schwieriger Lebensumstände stark zu bleiben. Bestellen Sie Gib niemals auf jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.